schließ die Herzen zu. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Pflaume, Amaretto, Nelke und hier, ich glaube, das ist Pfirsichmarmelade. Wir haben so viel Pfirsiche im Garten und meine Frau macht das dann irgendwann ein. Und irgendwann geht es dann ans Eingemachte und wir dürfen die Marmelade genießen. Aber eigentlich, wenn es ans Eingemachte geht, dann ist es ja so, dass es an die Substanz geht, oder? Daher kommt das Sprichwort eigentlich, es geht ans Eingemachte. Früher im Mittelalter, da hatte man kein frisches Obst im Winter. Da musste man dann eben im Sommer etwas einmachen, damit man dann auch Vorräte hat. Und wenn man das Eingemachte aufgebraucht hatte, dann waren die Vorräte weg und dann ging es an die Substanz. Wenn es in unserem Alltag ans Eingemachte geht, dann kommen wir an unsere Grenzen. Wenn wir nichts mehr haben, wenn die Kraft zu Ende geht. Und ich wünsche uns, dass wir in diesem Gottesdienst neue Vorräte sammeln können, dass unser Herz wieder erfüllt ist mit neuer Kraft. Freuen Sie sich heute auf Korsika. Wir nehmen Sie mit nach Calvi, lernen Sie Petra Kantak kennen. Sie lebt seit vielen Jahren auf der Insel und ist mitverantwortlich für Hunderte von Touristen in einer wunderschönen Einrichtung Pinea. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir miteinander fröhlich singen. Da 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 da
Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Wie muss es da wohl klingen, nach so viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimm ihr Halleluja singen, ihr Halleluja singen. Ach, wär ich da, wo stündlich schon, ach, süßer Gott, vor deinem Thron, und übe meine Psalmen, so wollt ich nach der Engel weiß, der Höhen deines Namens preis, mit tausend schönen Psalmen, mit tausend schönen Psalmen. Lass uns zusammen beten mit Worten aus Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, so oft sind wir am Ende mit unseren Kräften, mit unserer Weisheit, mit unserer Vorstellungskraft. Uns fehlt guter Rat. So oft geht es ans Eingemachte bei uns. Wir überfordern uns, verzehren uns. Nun komm in unsere Welt, in diese Welt, die so oft vom Ende geprägt ist. Fang neu mit uns an, heiliger Gott. Bring uns in Bewegung und schenk uns neue Kraft. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus Jeremia 23, die Verse 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohl ergehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagten sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr?
Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Spricht der Herr. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie Feuer? Spricht der Herr. Und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Thank you.
Ich freue mich sehr auf meinen Gast heute in der Stunde des Höchsten. Wir sind hier in einem Apartment in der Ferienanlage Pinea auf Korsika. Und diese Ferienanlage hat etwas ganz Besonderes, denn sie hat einen guten Geist, sie hat eine gute Seele, wie man das nennt. Und das ist in Person leibhaftig Petra Kantak, die heute bei mir zu Gast ist. Und sie wohnt doch, sage und schreibe, schon über 20 Jahre hier auf der Insel der Schönheit. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Hallo, liebe Petra. Hallo. Das ist ja wirklich ein Mensch, der beneidenswert ist, oder? Und den alle, die hierher kommen, irgendwann mal beneiden, auf der Insel der Schönheit zu leben. Ist das so beneidenswert? Ja, allerdings. Was ist beneidenswert? Die Korsen, mit denen man zusammen ist? Oder die kleine evangelische Gemeinde mit lauter französischen Vokabeln und Menschen? Ja, in der kleinen französischen Gemeinde bin ich mehr im Winter, wenn dann hier kein deutsches Programm ist. Das ist sehr schön, sehr lebendig, die Gemeinde. Und ansonsten, klar, mit den Korsen, das ist immer nett hier und lustig. Die Südländer sind ja ein bisschen charmant immer. Okay. Da macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und natürlich die tolle Gegend hier, also die tolle Natur. Wir sind ja direkt am Meer und ist schon traumhaft. Ja, doch, ich denke, ich bin beneidenswert. Ich genieße das. Ich bin dankbar für die. Und wie ist es, bist du als Berlinerin, wenn ich das richtig weiß, bist du hier schon zur Korsin geworden oder bleibt man immer deutsch? Ja, offensichtlich hatten meine Eltern so eine Vorahnung durch meinen Namen. Sie haben mich ja Petra genannt, was in Deutschland ja ein ganz normaler Name so ist. Aber hier in Korsika finden den alle klasse, weil ich erstens fast so heiße wie ihr Bier, Pietra. Außerdem ist das ja so eine sehr felsige Insel. Man nennt sie auch das Gebirge Meer. Und Petra, der Fels, das kommt daher. Und hier heißt, jeder dritte Ort fängt mit Petra an. Petra Maggiore, Petra Moneta und sowas. Und es gibt Inseln, die Ile de Petra heißen. So. Das ist ganz lustig, dass ich jetzt mit diesem Namen wirklich hier bin. Und ja, es passt irgendwie. Und normalerweise hat man so als junger Mensch Träume, Wünsche in Sachen Beruf. Man will Lehrerin werden, irgendwann mal irgendjemand Reiches heiraten und so. Wie kommt es dazu, dass du hier auf der Insel gelandet bist und so alle Kontakte nach Deutschland, quasi alle Zelte abgebrochen hast? Kam da mal ein blauer Brief oder so aus heiterem Himmel runter? Erstens habe ich nicht alles abgebrochen. Ich hatte auch gar nicht vor, hier so lange hinzugehen. Das waren eher Anfragen von Neues Leben, die ja hier auch in dieser Anlage sind und waren. Und dass die mich gefragt haben, hier zu arbeiten, ob ich nicht hier arbeiten könnte. Erst habe ich, als ich ein FSJ, ein freies soziales Jahr in Wollmersen bei Neues Leben gemacht habe, in der Zeit haben sie mich zum ersten Mal hierher geschickt. Da waren wir noch im Calvi Hotel, da habe ich in der Küche gearbeitet. Mit zwei schwäbischen Köchen, die ich dann leider nicht so gut verstanden habe. Dann bin ich an die Rezeption gewechselt, weil ich dann doch besser Französisch konnte als Schwäbisch. Weltsprache. Ja. Und ja, und seitdem wurde ich immer wieder angefragt, habe auch verschiedene andere Sachen gemacht, zwischendurch Schweiz, auch in Deutschland noch mal wieder ein paar Jahre. Und dann irgendwann bin ich doch hier hängen geblieben. Und das ist schon eine ganze Weile. Man nimmt dich wirklich wahr als gute Seele hier, als den guten Geist des Hauses. Du bist täglich mit vielen, vielen Menschen zusammen. Was lässt dich morgens fröhlich aufstehen und ans Tagwerk gehen? Ich meine, irgendwann kriegt man noch mal einen Rappel oder geht einem der Hut hoch bei so vielen Menschen und das noch alles fromme Christen. Vielleicht einerseits die Gewohnheit und die Pflicht, dass man morgens aufsteht und seine Arbeit geht. Und meine Arbeit, muss ich sagen, ist auch sehr erfüllend und ausfüllend, sehr abwechslungsreich. Es macht mir schon Spaß, meist wirklich morgens aufzustehen und all das anzupacken, was ansteht, in der Hoffnung, einiges davon abends als erledigt abhaken zu können, was leider sehr selten vorkommt, weil immer was dazwischen kommt, klar, mit so vielen Menschen. Und ja, einmal ist mir gegangen, da habe ich eines Morgens gedacht, ich weiß nicht, ob ich hier am richtigen Platz bin, also irgendwie. Und dann, ja gut, dann frühstücke ich immer was, erstmal was, dann habe ich meinen Schrank aufgemacht, da war das Honigglas von meinem Dorf zu Hause auch noch alle, dachte ich jetzt auch das noch. Naja, dann bin ich erstmal rausgegangen. Habe ich im Gang, ist mir ein Gast begegnet und der sagte, gut, dass ich Sie gerade treffe. Ich wollte Ihnen schon die ganze Zeit sagen, ich finde, Sie sind so am richtigen Platz hier. Okay. Dann ging ich in die Rezeption, da kam ein Gast rein und sagt, ich bin Imker, ich habe ein Glas Honig für Sie mitgebracht von zu Hause. Nein. Dann habe ich gedacht, okay, Gott, ich habe verstanden. Die hätten mir das ja auch alles an anderen Tagen sagen oder geben können, aber es war gerade an dem Tag. Ja. Da fehlt dann nur noch das Bier, Pietra. Ja, dann wärst du vollkommen gewesen. Aber solche Zeichen aus heiterem Himmel ist ja auch euer Motto hier. Leben mit Gott in Frankreich.
Ist Gott hier wirklich in besonderer Weise spürbar, wenn so viele Menschen zusammenkommen? Oder auch mal hier, wenn es Probleme gibt, Streitereien oder Reibereien? Ist trotzdem Gott in besonderer Weise erlebbar? Ja, würde ich schon sagen. Also ich denke, irgendwelche Reibereien gibt es überall. Also ich bin da auch nicht der Typ, der irgendwie wegläuft, sondern selbst wenn man woanders hingibt, gibt es auch wieder Reibereien. Aber das ist ja ganz natürlich, dafür sind wir alles Menschen. Aber allein mit den vielfältigen Menschen hier und mit der Natur und das alles, ich denke, dass man da Gott ganz besonders wirklich begegnet. Auch in den ganzen Kindern, die hier sind. Und wenn ich sehe, wie die nach den ganzen Jahren, ich bin jetzt 20 Jahre hier, damals die Kleinen waren teilweise 5 Jahre alt, jetzt sind die 25, kommen mit ihren eigenen Familien. Das ist so schön zu sehen, wie es weitergeht, wie die Arbeit hier nicht ausgeht, weder an Gebäuden noch an Menschen. Es ist einfach sehr schön, ja. Doch, es ist, ich glaube, vielleicht gerade durch die Natur, die ist manchmal stürmisch, manchmal das ist die Farben des Meeres, dass man Gott da wirklich gut erleben kann, ja. Dumme Frage. Vorhin habe ich dich gefragt, du bist die beneidenswerteste Frau, ja, weil du hier im Paradies wohnst. Wenn du so viele Menschen siehst hier, ja, viele, die haben es zu viel gebracht, beruflich Karriere gemacht und so. Andere, die haben große Familie und so. Wie geht's dir damit? Beneidest du manchmal auch die anderen? Oder bist du so eine Person, die in sich ruht und absolut zufrieden geworden ist? Ach, beneiden nicht, eigentlich nicht. Also klar denkt man vielleicht manchmal, wäre auch schön, wenn ich vielleicht Familie hätte oder zu jemand gehören würde. Aber irgendwie ist es hier in dem Umfeld, ist es schon mal sehr schön für mich. Ich bin nicht alleine, ich habe immer genug Abwechslung zu tun. Wenn ich möchte, kann ich abends zu den Gästen mich ins Restaurant setzen oder es ist immer Kontakt da. Ich komme mir vor, als würde ich jede Woche Besuch kriegen mittlerweile, nach so vielen Jahren, wenn man so die Leute so gut kennt. Und viele kommen ja auch immer wieder, auch gerade die Referenten und Musiker, die immer wieder kommen und das ist ja, schon sehr schön, da fühlt man sich sehr wohl und aufgefangen. Und ich finde, so eine Grunddankbarkeit ist einfach wichtig, egal in was für eine Situation man ist. So, mir hat da mal so ein Buch von Jung Blunk sehr geholfen oder sehr mich angesprochen. Ging es über einen Philipperbrief, einen Brief aus dem Gefängnis von Paulus, wo Paulus sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen in jeder Situation. Und da könnte man jetzt sagen, gut, Paulus, der kann das, ist ein toller Apostel, aber er hat es gelernt, er muss es auch lernen. Und dann kann ich das auch lernen. Dann habe ich keine Entschuldigung. Also dann kann ich das auch lernen und das ist jeden Tag ein Prozess. Also ja, und wenn ich denke, in Französisch heißt das Wort Dankbarkeit Reconnaissance. Also Connaissance kommt von Wissen, Verständnis so. Reconnaissance, also Wiederbesinnung irgendwie. Und Danken hat ja auch mit Denken zu tun. Also so die Besinnung, das Denken. Man muss auch nachdenken, um dann dankbar sein zu können. Das kommt dann nicht automatisch, aber es ist ein bisschen ein Stück Arbeit dabei, aber das ist schon, finde ich, eine super Lebenseinstellung zu sagen, dankbar zu sein. Das hilft auch und erleichtert auch vieles. Hebräisch kann ich, Latein kann ich, Griechisch kann ich, Französisch nicht so gut. Wie heißt das Wort Französisch für Dankbarkeit? Reconnaissance. Reconnaissance. So ähnlich. Spannend. Das ist doch ein Grund, hierher zu kommen, oder? Um dankbar zu werden und sich auf das zu besinnen, was einen wirklich glücklich macht, was einem wirklich wertvoll ist. Wenn Sie Fragen haben zu Petra Kantak, zu ihrem Leben hier, zu ihrer Arbeit hier oder zu Pinea, zu dieser wunderbaren Ferienanlage, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen ganz gerne weiter. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Petra. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wie sagt man hier, zum Abschied in Frankreich oder auf Korsisch sogar. Au revoir, auf Wiedersehen. Au revoir, oder auf Wiedersehen. A plus tard, bis später. Bis später. Also, dann auf Wiedersehen, dir Gott befohlen. Herzlichen Dank für dein Dasein. Gerne, danke. Thank you.
Das tut gut. Über 30 Kilometer Sandstrand hier in der Bucht von Calvi auf Korsika. Und vor allen Dingen Sonne pur. Und ich persönlich genieße das, einmal das Gesicht in die Sonne zu halten, sich sonnen zu lassen, die Wärme zu spüren, den Wind. Das tut einfach nur gut, denn ganz oft sieht man im Gesicht ganz tiefe Sorgenfalten, oder? Weil uns so viel Mühe macht im Leben. Da ist so viel Schweres, was die Sorgenfalten immer tiefer werden lässt. Und ganz oft ist uns die Angst ins Gesicht geschrieben. Wir haben das Gefühl, wir werden verfolgt. Man will uns Böses. Irgendetwas jagt uns hinterher. Menschen wollen uns an den Kragen. Die Angst vor der ungewissen Zukunft. Die Angst vor einem Aufbruch. Die Angst vor Veränderung. Die Angst ist uns ins Gesicht geschrieben. Mir tut es gut, einmal mehr das Gesicht in die Sonne zu halten, ins Licht, mich wärmen zu lassen, auf andere Gedanken zu kommen. Da fällt mir ein, auch David hatte so seine Erfahrungen mit seinem Gesicht. In Psalm 43 heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe ist. Die Hilfe für mein Angesicht? Wie muss ich das verstehen? Im Gesicht, so haben wir gerade gesagt, sind ganz oft tiefe Sorgenfalten. Ins Gesicht steht uns manchmal die Angst geschrieben. Und ganz oft haben wir Angst, unser Gesicht zu verlieren vor anderen Menschen, weil uns etwas nicht gelungen ist, weil uns etwas zerbrochen ist, weil wir Scherben hinterlassen haben, weil wir nicht gut genug waren, weil wir Erwartungen nicht erfüllt haben. Erika ist eine hochbetagte Frau und ihre Tochter ist ebenfalls schon in die Jahre gekommen, aber sie haben seit vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mehr. Und jedes Mal, wenn es dann doch zu einem kurzen telefonischen Kontakt kommt, hat die Mutter den Eindruck, ihre Tochter provoziert sie mit jedem Satz, mit jedem Wort. Und die Mutter fühlt sich immer schuldig. Die Mutter weiß nicht, wie sie das gut machen kann, vor allen Dingen, was sie noch gut machen kann, denn sie weiß ja gar nicht, was sie falsch gemacht hat. Und so ist in ihrem Gesicht Verzweiflung und Angst. Und in ihrem Innern, in ihrer betrübten Seele, das Gefühl, das Gesicht zu verlieren, vor Menschen zu versagen. Genau in so einer Situation sagt der Psalmbeter: Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe ist. Genau dann, wenn wir Angst haben, das Gesicht zu verlieren, ist das Angesicht Gottes da, um uns zu schützen, um uns zu helfen, damit wir unser Gesicht wieder zeigen können. Wir müssen nichts verbergen. Wir müssen keine Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Denn Gott ist meines Angesichts Hilfe. In unseren Gottesdiensten spielt das Gesicht auch eine ganz besondere Rolle. Freuen Sie sich auf den Segen, den ich Ihnen nachher zusprechen darf. Und wissen Sie, wie es dort im aaronitischen Segen heißt? Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Oder der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, dort, wo unser Gesicht geprägt ist von Sorgen, Falten, die Angst uns ins Gesicht geschrieben ist und wir die Angst haben, das Gesicht zu verlieren, lässt Gott sein Angesicht leuchten über uns. Erhebt Gott sein Angesicht auf uns. Was ist das für ein Geschenk? Wir müssen das Gesicht nicht wahren. Wir müssen uns nicht immer nur von unserer besten Seite zeigen,
Und wenn uns das nicht gelingt, dann Angst haben, dass wir das Gesicht verlieren. Sie und ich, wir sind ganz besondere Menschen, gesegnete Menschen, über denen Gott sein Angesicht leuchten lässt. Und über diesem Angesicht wird es hell. Und in diesem Menschen wird es Licht. Und dieser Mensch wird für andere zum Licht. Und wo Gott sein Angesicht auf das Gesicht eines Menschen hebt, da werden andere Menschen entdecken, oh, das ist ein ganz besonderer Mensch. Mit dem gehen wir ganz behutsam um. Ein Mensch, der in ganz besonderer Weise von Gott gesegnet und geliebt ist. Ich möchte Sie gerne einladen, zu mir zu kommen und mit mir gemeinsam das Gesicht in die Sonne zu halten und das zu spüren, wie dieses Licht gut tut. Wie viel mehr tut dann gut, wenn wir unser Gesicht in das Angesicht Gottes, die Sonne des Lebens, das Licht des Lebens richten. Dort glätten sich unsere Sorgenfalten, weil Gott versprochen hat, ich sorge mich um deine Probleme und Sorgen. Ich kümmere mich um deine Angst, die dir ins Gesicht geschrieben ist. Plötzlich weicht die Angst aus dem Gesicht. Und plötzlich dringt durch die Augen der tiefe Friede, der in unserer Seele vorhanden ist, weil der segnende Gott seinen Frieden in uns legt. In diesem Sinne, kommen Sie zu mir und halten Sie mit mir gemeinsam das Gesicht in die Sonne. Gott segne uns dabei. Amen. Sei gesegnet und behütet von der stärksten Macht der Welt. Sei getragen und geführt von dem Gott, der zu dir hält. Sei getröstet und ermutigt aus der Quelle neuer Kraft. Sei gewiss und unverzagt, wenn du neue Wege wagst. Sei beschützt und gut umsorgt, du bist niemals ganz allein. Sei beruhigt und unbesorgt, Gott wird nichts entgangen sein. Sei befreit und unbelastet, er wird immer nach dir schauen. Sei erleichtert und entspannt, du darfst glauben und vertrauen. Gott ist mit dir, Gott ist mit dir. Ganz von Anfang an, Gott ist mit dir, Gott ist mit dir. Dein ganzes Leben lang. Nichts ist, was trennen kann, Gott ist mit dir. Nichts wird sich ändern daran, nichts wird sich ändern daran, nichts wird sich ändern daran, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Wir freuen uns, wenn Sie uns erzählen, was Sie durch das Gebet erlebt haben, was an Veränderungen geschehen ist. Und wir freuen uns, wenn Sie vielleicht aus Dankbarkeit auch in die Gruppe derer kommen, die sich die Gebetsanliegen der anderen zu eigen machen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie in das Gebetsteam mit einsteigen wollen. Und nun möchten wir miteinander und füreinander beten. Heiliger Gott, so oft ist uns die Angst ins Gesicht geschrieben. Sorgenfalten auf der Stirn. So oft haben wir Angst, das Gesicht zu verlieren. Und es besteht gar kein Grund, denn dein Angesicht leuchtet über uns. Du hast dein Angesicht über uns erhoben. Andere werden es sehen, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern mit dir, unter deinem Schutz. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Niemand von uns ist nur auf sich gestellt. Niemand von uns muss in der Angst untergehen. Du hältst uns. Wir danken dir, heiliger Gott, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie unter dem Angesicht Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war's für heute und ich habe noch folgende Informationen für Sie. Danke, wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben. Das können Sie machen über unsere Homepage. Da erfahren Sie alles Neue über unsere Arbeit, auch über Zuschauertage, Zuschauerreisen. Sie können den Newsletter abonnieren, der jeden Monat kommt. Oder Sie können uns Ihre Botschaft in unserem Gästebuch hinterlassen. Wir möchten Ihnen gerne eine Freude machen. Das letzte Lied, das wir gesungen und gehört haben, gibt es auf CD-Card. Sei gesegnet und behütet von der stärksten Kraft und Macht der Welt. Eine CD-Karte mit kleiner CD und den Noten darin. Schreiben Sie uns oder melden Sie sich, wenn Sie daran Interesse haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns Geschichten erzählen, die rund um Stunde des Höchsten bei Ihnen passiert sind oder die Sie gehört haben. Schreiben Sie uns diese Geschichten oder hinterlassen Sie uns diese in unserem Gästebuch auf unserer Homepage. Passend dazu gibt es ein Buch, was unterwegs geschehen ist. Und wenn Sie dieses Buch möchten, schauen Sie rein in unserem Internetshop. Dort können Sie es käuflich erwerben, aber auch natürlich überall im Handel. Danke für Ihre Unterstützung. Danke für Ihr Wohlwollen. Jeder Cent ist genau richtig hier. Und wie Sie uns helfen können, wie Sie spenden können, erfahren Sie auf unserer Homepage. Wir sagen ganz herzlichen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Und nun gehen Sie behütet und getröstet in die kommenden Tage und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann, auf Wiedersehen.